Ja, mach mal. Wirklich, erlebst du eine Überraschung. Da haben wir noch einiges vor uns. Ja. Und noch einige Teile. Ja. Oh nein! Das ist jetzt nicht. Ja. Hi und willkommen zu einem neuen Käfervideo auf meinem Kanal. Heute ist der 1. Mai und es geht endlich wieder Richtung Hannover aus Maikäfertreffen. Und da ist schon der Begleiter für dieses Jahr. Denn dieses Jahr fahre ich nicht alleine, also im Käferjahr, aber dieses Jahr haben wir noch einen T2 Camper dabei. Und da freue ich mich riesig drauf, denn in der Kolonne fahren macht gleich viel, viel mehr Spaß. Guten Morgen. Morgen. Oh, er hat noch Frühstück geholt. Und mit der Losfahrt sage ich einfach mal viel Spaß bei diesem Video. Mit dem Mandy und Timo unterwegs sind. Der hat, ich weiß gar nicht, sie hat erzählt, die haben irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Motor. Darum fährt er bei Vollgas fast nur 70. Dementsprechend dauert die Strecke nach Hannover heute ein bisschen länger, aber das macht überhaupt nichts. Mandy sagt die Tage schon, wenn man in so einem alten Auto sitzt, diese Entschleunigung so extrem ist, dass man so richtig drin sitzt und man einfach ganz schön entspannen kann. Die Welt um einen rum wird einfach langsamer. Das ist, kann ich einfach nur bestätigen. Ich empfinde das auch immer so. Wenn ich mal am anderen sitze, der hat natürlich richtig Power, dann flitzt man durch die Gegend, fährt so ein bisschen aggressiver. Sobald ich mit dem Käfer unterwegs bin, ist das alles so viel entspannter. Also das ist mir egal, dass ich länger brauche. Es ist mir egal, dass es manchmal halt nicht so schnell geht irgendwo hin. Es ist alles in Ordnung. Was ich auch auf Dauer mal festgestellt habe, ist, egal wie langsam man fährt, man kann auch mit 30 durch eine 80er-Zone fahren. Den anderen Leuten ist das vollkommen Wurst. Die sehen, ah, das ist so ein altes Auto, der kann das eh nicht so schnell. Das ist vollkommen in Ordnung. Die grüßen alle, die Leute, die sind freundlich. Gestern nach dem Waschen, ich habe so vielen fremden Leuten gewunken, weil die sich gefreut haben, weil die mir auch gewunken haben. Auch jetzt schon, mehreren Autos gewunken. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ach, ich habe ja nur 4 Gänge.
Man weiß gar nicht, wo man hinfilmen soll. Das ist so viel Geiles. Er hat sogar eine Hexe hinten auf dem Koffer. Ah ja. Hallo. Moin. Danke. Hi. Moin. Schon mal auf dem Platz angekommen. Und der Goodiebag ist auch endlich wieder dabei. Eigentlich ganz aufgepasst. Ja, ne, so als Einzelner. Haben wir auch nichts gesagt, die Jungs. Ne? Aber guck mal, da hinten steht ein einzelner Pulli zwischen Käfern. Also das heißt, ihr habt euch getraut. Ihr zeigt doch mal euer Auto, ich kenne ihn gar nicht. Ja, ja. Stell mal bitte dein Auto vor. Ich bin schon nur Beifahrer. Hallo, ich bin Mandy. Und? Hallo, Timo. Und er fährt diesen gewissen Schrankwand. Er lässt auch nicht. Mach mal hier ein bisschen. Aber er fährt. Finde ich geil. Backen war er auch schon. Ja, vor 2 Jahren. Da hat es dann mal direkt hingesetzt. Ja, der Grund war bei dir. Aber ich sieht man auch was so. Keine Ahnung. Mandy sagt auch, die ganzen Bemalungen ist die Geschichte nur wahr. Ja, so genau weiß ich das gar nicht. Ich habe ihr Geschenk bekommen vom Bekannten. Und Geschenk bekommen? Ja. Man kann viel reden, ja? Das darfst du keinem erzählen. Hast du zu spät, das sieht jetzt die ganze Welt. Das kannst du nicht sagen. Ja, im Prinzip wurde er 1993 abgemeldet im Dezember. Und wir haben den 2012 aus der Garage geholt. So lange stand er da unbewegt. War noch ein Kühlschrank drin, da waren noch Sachen drin. In der Kaffeekanne war noch Kaffee. Also das ist ein typischer Scheunenfund. Der war so richtig lecker, der Kaffee. Genau, ja. Und dann einmal Motor rausgenommen. Und innen ist gar nicht viel geändert. Der Kühlschrank ist raus. Polster neu bezogen. Sonst ist der noch so wie früher. Es war mal ein Kastenwagen, der ist also komplett selber umgebaut. Das ist kein Westfalia oder sonst was. Also alles Marke Eigenbau. Richtig geil. Wenn kannst du umklappen, dann kannst du liegen mit 2 Leuten bequem und schlafen. Wie ist das? Du hast ein gutes Gefühl? Ja. Wir standen da vorne und wir lassen euch einen schönen Tag. Ja, okay. Viel Spaß, gibt es Spaß? Ja. Kann ich gucken, ob du schaust, ob was findest. Ich guck mal, ob ich da anfinde. Also, was ist? Ich frage mal bei... Und die hat den dann komplett gemalt. Der hat auch schon viel gesehen, also der war schon in Griechenland, in Spanien war der schon, Italien einmal komplett. Geil. Hat schon einige Kilometer gesehen. Ist jetzt nicht der beste Zustand, aber für seine Kilometer schon. Fährt er auch ganz gut aus. Muss ich sagen. Viel Spaß. Danke. Hammer. Finde ich geil. In dem Fall für eine Schenkung ist das Ding mega fett. Ja. Und wie gesagt, Scheunenfund. Der wollte da eigentlich immer wieder mit losfahren am nächsten Tag. Aber hat dann die Zeit gefunden und dann 18 Jahre später habe ich den aus der Scheune geholt. Und er wollte ihn nicht mehr haben. Er brauchte Platz in seiner Garage. Er hat auch noch ein Käfer Cabrio stehen, aber ist komplett zerlegt und da musste viel schweißen. Das ist viel Arbeit. Aber der auf jeden Fall besser vom Zustand. Das glaube ich. Ja, so Bulli ist halt mega. Ja. Hätte ich auch noch gerne, so einen schönen Zweier. Mhm. Aber sonst sind die ja fast unbezahlbar, wenn ich hier. Das stimmt. Ah, die Sonne kommt auch raus. Wenn man Aufkleber finden möchte, da. Da sind sie. Ganz viele. Der Carsten. Seitlich über dem Reifen.
Aber da sind Menschen, da vielleicht ein Problem. Ja, viel mehr ging da ja. Ach so, mit dir hier. Soll ich das mal machen? Ja, mach mal. Wirklich, erlebst du eine Überraschung? Bitte hier drücken, ne? Da ja. Kommt auf jeden Fall kein Wasser raus. Guck mal, den kenne ich. Schau sogar. Ja, voll geil, ne? Ja, mega. Allein der Name. Alleine. Dann haben sie irgendwas zusammengewürfelt, was sie da haben. Du siehst da hinten, das Heckteil ist ja vom T1 und so. Ja. Das wusste ich gar nicht. Nee? Das haben sie alles nur ein bisschen verkleinert. Guck mal hinten. Ja, ich würde erst mal gleich aus. Jetzt lernt man noch was, wenn man hier ist. Doppelkabine gab es in Tier 1, glaube ich, gar nicht. Ne? Kaufen. Ja, hm, genau. Hast du den Preis gesehen? Klar. Die haben das Komma, haben sie sich vertan, glaube ich. 5.200. Perfekt wurde die Art und Weise, okay. Verstanden, wenn Schäfer... Guck mal an, wie gut der gemacht ist. Eigentlich bin ich unterwegs wie mit dem Dino. Da ist ein festes Hochdach und ein aufgeklappt. Da stehe ich zwischen. Das erste Mal, dass ich mal von weitem her sehe. Aber das ist doch ein Vorteil, dass ich zwischen den Bullis stehe. Ja, du bist auf jeden Fall der einzige Käfer zwischen den Bullis. Einige Teile. Ja. Können wir noch ein bisschen gucken? Ja. Ich sag gerade, wie viel das hier ist noch. An Händler. Teile mal. Und wir haben immer noch nicht den größten Teil gesehen. Bei weitem nicht. Danke. Das ist eine alte Benz-Front. Bei der Kinderwagen, der neben ist geil. Ja. Ja. Hammerteil. Dann war da. Und seid ihr fündig geworden? Ja. Oh ja. Schön. 20. Die ist gar nicht so schlecht. Kann man machen. Das hier halt leichte Kratzer vom Polieren. Ne? Passt zum Rest des Pullis. Ja, genau. Passt zum Rest. Ich habe auf jeden Fall den Rost gleich abgefunden.
Ja, vielen Dank. Ja. Yeah. Ein Erfolg. Nö, noch nicht, aber gleich. Moin! Oh nein! Ja. Hammergeil! Sogar mit Schießanhänger, der kommt an hier. Wir sind gerade hier auf dem Maikäfer-Treffen bei den Gründern des Sauna-Club Stefanis angekommen. Und ich dachte erst, als er mich angeschrieben hat, so, wow! Wo bin ich da jetzt gelandet? Aber das ist eine ziemlich geile Geschichte. Und ich habe auch Schlüsselanhänger und Aufkleber bekommen. Und erzähl mal was drüber. Ja, angefangen hat das 2015 mit unserer Hochzeit und unserem Mercedes. Die Nachbarn dachten, aufgrund eines großen Autos machen wir halt irgendwie was im Rotlichtmilieu oder machen halt irgendwie was Verbotenes aufgrund eines sehr hochwertigen Kfz. Und da lag der Gedanke relativ nah, dass man einfach sagt, ey, wir machen irgendwie was aus dem Rotlicht. Wir imitieren irgendwas. Sauna Club Stefanie. Stefanie resultiert auf meinem Namen, Stefan. Und dementsprechend haben wir einen kleinen Aufkleber gedruckt, den alle Leute haben wollten. Ich wollte ihn auch haben und ich habe ihn bekommen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Und ich weiß auch nicht, ob ich Käfer oder auf den Abarth. Ich muss mich nur entscheiden. Du kannst ja auch zwei haben. Ja, nämlich zwei. Ne? Sind auch zwei drin. Haha, du hast nämlich noch nicht reingeguckt. Das müssen wir auch noch machen. Auf jeden Fall eine ziemlich geile Seite. Ich verlinke euer Profil unten in der Videobeschreibung. Dankeschön. Und in dem Profil ist ein Link, wo es zu der Seite geht, wo man die Aufkleber bestellen kann. Super. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Und ihr habt sogar von mir einen bekommen. Was mich total stolz macht, er klebt auf eurem geilen Käfer. Bitte, bitte. Der wird auch nach Österreich fahren demnächst. Also du bist dann live dabei am Wörthersee quasi. 10 Tage lang Action zwischen ganz vielen GTIs mit dem kleinen Käfer. Mega geil, da freue ich mich riesig drauf. Bis die Tage, wir schreiben einfach. Wir schreiben. Haben wir ja auch Handy. Genau. Danke. Danke. Bis dann. Danke sehr. Ciao. Ciao. Ein mega geiler Käfer, muss ich sagen. Und die beiden sind super nett. Kann man einfach nur so sagen. Bin sehr, sehr froh, dass ich die beiden jetzt getroffen habe. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Aufkleber, die ihr mir gegeben habt. Die werden auf jeden Fall aufs Auto kommen. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf, dass wir so geil aussehen. Da. Da neben dem T2 mit dem schönen Hochdach, da stehe ich. Da muss ich das hin. Hallo, ich habe euch gefunden. Hallo. Wir haben ja auch gesagt, wo wir sind. Ja. Euer Bulli hat mir das verraten. War auch nicht schwer zu finden. Ne? Der knallert nicht, der ist super. 70 bis 80 Kilometer, voll elektrisch und dann von 1979. Und der Elon Musk, der war bestimmt bei VW. Oh geil, nehme ich mit. Der hat sich eingesteckt. Du hast jetzt einfach eingesteckt und gesagt, die Affen, das mache ich jetzt weiter. Ja. Geiler Scheiß. Finde ich cool sowas. Super cool. Ja. Super cool. Das ist auch einfach. Das ist gut. Wir haben erstens auch Was
Aber ich will mal was gucken. Guck mal, richtig schön gepolstert da drin. Ja, und da ist auch echt viel Platz eigentlich. Ist das so? Ja, ist das so. Ja, du hast auch die Feuchtigkeit von dir für die Kälte. Das haben wir auch. Wie groß das einfach ist. Ja, das ist riesig. Du kannst sogar auch hier unter noch Sachen irgendwie machen, damit die nicht nass werden sollen oder was auch. Wenn es regnet, kannst du untersetzen. Total, du bist ja immer noch total schmal. Ne? Also finde ich, geil. Und genau so will ich durch jeden Fall. Einfach Tür auf, reinsetzen, losgurken. Mega fett. Das ist doch der Hammer. So geil. So geil. Ich glaube, ich habe heute wirklich so einen neuen Favorite gefunden. Preis 1974.000 Euro. Und das ist gar nicht mal wenig, ne? Die waren teuer. Das ist ganz schön viel Geld gewesen. Fast 8.000 Mark, ne? Das ist echt allein sau viel Geld. Ja, Deutz Fahr. Quasi bestimmt als Servicefahrzeug. Ja, zum Trecker auch reparieren, aber ich bin mega. Das ist so eine Mischung zwischen Typen und Hund, oder? Du könntest auch zum Minicamper umbauen, ne? Ja. Hier so ein Bettquerer. Ja. Kannst du schön in das Motor hier so gut einsetzen. Ne? Ja, ja. Bei den war der immer so gut, ne? Mhm. Finde ich hammermäßig. Auf die Stoßstange legen, alle weg. Und wenn die sagt, sieht scheiße aus. Aber ich habe gesagt, pack's da vorne hin. Also alle weg. Na gut, du hast doch nicht. Ab und zu habe ich das auch. Nächstes Mal höre ich direkt auf dich. Ja, aber ich sag mir irgendwie sowas, was du noch daneben stellen kannst oder so. Gib mir so einen größeren Ständer oder sowas. Ja, weil direkt drauf mit einer Pappkiste sieht wirklich kacke aus. Da bleib ich auch bei. Also irgendwie so einen coolen Korb oder irgendwie eine Kiste oder irgendwie sowas. Oder so einen kleinen Koffer wäre auch richtig cool. Ja. Wie so ein kleiner Kinderkoffer im Style von dem Oberen. Also. Wenn Männer sonst immer so auf mich hören würden, wenn ich was sage. Kommt das Ding im Müll? Mandy hat die Idee gehabt, ich einen Koffer oder sowas. Wenn ihr eine Idee habt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine geile Idee habt. Wenn Mandy eine Idee habt, schreibt ihr es auch in die Kommentare. Ich habe noch nicht mal einen YouTube-Account. Was? Ja. Musst du einen machen? Ich muss jetzt auch so ganz. Danke. Ja, kannst du da gucken. Da ist er. Das Begehr. Jedes Jahr aufs Neue freue ich mich auf dieses Scheißteil. Ne, klären wir es an. Sieht gut aus, oder? Ja. Kann man da hinmachen. Passt. So. Damit endet der Tag hier und das Video endet hier auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen. Alle anderen, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.